Guten Abend und herzlich willkommen in zu Hause. Mein heutiger Gast trägt das Herz auf der Zunge und das Hirn im Handtäschchen. Sie straft den deutschen Dichterfürsten Heinrich von Kleist Lügen, indem sie sein Diktum von der langsamen Verfertigung der Gedanken beim Reden auf den Kopf stellt. Bei ihr ist nichts langsam und vor allem nichts Gedanke. Begrüßen Sie mit mir die fleischgewordene Hundepfeife, den sprechenden Norovirus des deutschen Fernsehens. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Gülşah. I'm so lucky, lucky, I'm so lovely, lovely. Aber ich bin auch total aufgeregt und ich habe heute Morgen zu meinem Schatz Sebastian gesagt, scheiße Sebastian, ich freue mich so doll, aber ich bin total aufgeregt und ich sitze dann bei dem Beckmann im Studio und habe bestimmt volle Kanne Flitzekacke und Sebastian sagt, hä, Flitzekacke kenne ich nicht. Mensch, sag ich, Sebastian, Flitzekacke, kennst du doch? Nö, sagt er, kenne ich nicht. Doch, sag ich, kennst du doch? Nö, sagt er, doch, sag ich. Und dann sage ich, Mensch, Sebastian, drück mir für das Interview und habe den Beckmann ganz fest die Daumen, ungefähr so. Und er so, hm, Beckmann, kenne ich nicht. Mensch, sag ich, Sebastian, er ist doch Beckmann, Digga, den kennst du doch? Nö, sagt er, kenne ich nicht. Doch, sag ich, den kennst du doch? Nö, sagt er, doch, sag ich, nö, sagt er, doch, sag ich. Und dann sagt er noch, hör mal, du Toastbrot, lackier dir die Nägel, du nervst. Hm? Wieso, frage ich. Später sage ich. Und dann sage ich doch, Mensch, Sebastian, der Beckmann ist doch so einer wie der Kerner. Aber dafür nicht ganz so bekannt. Das Glas ist kaputt gegangen. Das interessiert mich, Gülşah. Lass mich da nochmal nachhaken. Stichwort mein Sebastian. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie lebt es sich mit einem Mann, dessen Intellekt gerade mal dafür ausreicht, sich seiner Unterplinten nicht verkehrt rum anzuziehen? Der als Stellvertreter seiner selbst auch gut und gerne eine Tüte Brötchen zu Günther Jauchs Wer wird Millionär schicken könnte. Wie redet man mit jemandem, der geistig auf Hartz IV gesetzt wurde, Gülşah? Oder besser gefragt, warum? Bitte, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe gerade nicht zugehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt können Sie Ihren Fernsehapparat ruhig wieder lautstellen. Machen Sie es gut. Das war so schön hier zu sein. Ich freue mich so doll. I'm so lucky, lucky. I'm so lovely, lovely.